nicht nur, dass die Räume toll sind und die ganze Veranstaltung hier super ist, sondern halt eben auch, dass die Menschen, die da sind, wirklich sehr interessiert sind und Musik hören wollen. Das ist echt toll. Also gestern war hier permanent die Hütte voll, wenn ich es mal so sagen darf, und auch draußen. Das Interesse an unseren Stereoanlagen ist auch sehr, sehr groß. Aber hier drinnen denke ich, dass die Leute auch mit einem Lächeln rausgegangen sind, sodass es doch was bewirkt hat insgesamt. Regen Zuspruch haben wir hier bei uns vor dem Philips Fernseher, den viele Probe gehört haben, und wir haben tolles Feedback bekommen. Das macht wirklich Spaß. Der größte Vorteil von HiFi im Auto ist für mich einfach, es sind keine Nachbarn da, ich kann auflöffeln, soweit ich will, und ich bekomme eine unglaubliche Intensität und Dynamik. Ja, wir haben nicht nur den Raum mit der besten Aussicht, wir haben auch den Raum mit den meisten Zuhörern. Also wir sind auch dieses Jahr wieder überwältigt von der Resonanz auf die Präsentation, aber auf die deutschen HiFi-Tage natürlich. Für mich einer der attraktivsten Messestandorte für uns als HiFi-Freunde und ja, mit den vielen Liebhabern mit guter Musik und unterschiedlichen Anlagenkonzepten, die hier vorgestellt werden können. Die Architektur vom Darmstadtium macht das Ganze natürlich zu einem absoluten Highlight. Wir sind natürlich Hessen, haben hier räumliche Gegebenheiten, die traumhaft sind. Das heißt, keine kleinen Räume, große Räume, viel Publikum hier, was natürlich viel Spaß macht, direkten Kontakt. Viele Händler auch hier, die aus der Gegend sind, und dementsprechend freuen wir uns jedes Jahr auf ein neues, hier auf den Deutschen HiFi-Tagen zu sein.